Auch jetzt kommen wir zu einem wunderbaren Text. Gott nimmt uns hinein in ein Gespräch mit einer Frau, die als Gestrandete bezeichnet werden kann. Die Gestrandete, die Frau am Brunnen, Jesus rettet aus Verlorenheit. Wir nennen die Frau eine Gestrandete. Sie hatte zahlreiche Beziehungen, ohne ja wirklich tiefe Liebe erfahren zu haben. Und da merkt man einfach, sie ist eigentlich auf der Suche. Wir kennen dieses Bild von etwas Gestrandetem. Es liegt dann irgendwo an einem Sandstrand und wir denken, wer hat denn die Flasche weggeworfen oder was es auch immer dann ist, den Schuh vielleicht, ja. Sie ist vielleicht von Menschen gebraucht worden, vielleicht auch missbraucht worden, wir wissen das alles nicht, aber sie ist nicht von Gott vergessen. Sie wird sozusagen von Gottes Gnade und den Wellen der Liebe zum Brunnen gezogen. Sie denkt, es wäre ihre ganz eigene Entscheidung, da nun hinzugehen und Wasser zu holen. Aber nun muss die Gestrandete genau zu dieser Stunde an diesem besonderen Platz sein, damit ein Wunder der Gnade Gottes an ihr geschieht. Eine auffällige Gegensätzlichkeit sehen wir zwischen dem Gespräch Jesu mit Nikodemus und dem Gespräch Jesu mit der Samariterin. Übrigens, ich bleibe bei Samariter, bei Samariterin, man kann auch Samaritaner sagen, also das ist beides korrekt. In den neueren Übersetzungen lesen wir Samaritaner, aber das ist also hier keine theologisch wertvolle Diskussion, die wir hier führen könnten und müssen wir auch nicht. Also zunächst einmal, was den Ort angeht, Juda, Samarien. Die Uhrzeit oder Tageszeit, Nacht, Tag, Inhalt eher theologisch, eher praktisch. Der Auslöser des Gesprächs, Nikodemus auf der einen und Jesus auf der anderen Seite. Sozialer Status, sehr angesehener, prominenter. Die Frau, ja eher verachtete Frau. Jesus ist für beide da. Er liebt ohne Ansehen der Person und das lieben wir an Jesus. Nicht wahr? Wir lesen die Verse und dann gehen wir der Reihe nach wieder durch. Johannes Evangelium Kapitel 4, Verse 1 bis 26 und wir werden den Ausklang eben nur stichpunktartig dann noch zusammenfassen aus ein paar Versen aus dem Kapitel und noch ein paar Bezüge herstellen. Kapitel 4. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit.
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher kommen, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Wir sehen, Jesus spricht zunächst über menschliche Bedürfnisse. Jesus ist auf der Durchreise. Das heißt, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Es gibt nun verschiedene Erklärungen zu den Gründen, warum Jesus Judäa verließ. Ein Grund sei, dass Jesus einer Konkurrenz mit den Jüngern des Johannes aus dem Weg gehen wollte. Kapitel 3 könnte diese Schlussfolgerung zulassen. Doch die wohl wahrscheinlichere Vorgeschichte ist die, dass nachdem Johannes gefangen genommen wurde, Jesus mehr Zulauf hatte. Johannes wurde relativ früh gefangen genommen. Er lässt ja dann auch, wie die anderen Evangelien berichten, fragen, ob er der Messias ist. Er hat offensichtlich Jesus in voller Aktion, voller Entfaltung noch gar nicht selbst gesehen. Und als Jesus ja dann zu ihm senden lässt, bezieht er sich auf die Wunder, die Jesus tat. Also, es kann gut sein, dass Johannes hier gefangen genommen wurde und darum Jesus auch mehr Zulauf hatte. Und dies lenkt die Aufmerksamkeit derart auf Jesus, dass er einer zu frühen Konfrontation mit den Pharisäern aus dem Weg gehen will. Nun, hat Jesus etwa Angst vor ihnen? Natürlich nicht vor den Pharisäern. Jedoch ist es gut möglich, dass Jesus seine Jünger in dieser Phase des frühen Dienstes noch vor Konfrontationen schonen will. So zieht er von Judäa weiter nach Galiläa und da muss er durch Samaria ziehen. Dieses Muss im Text scheint keine geografischen oder zeitlichen Gründe, sondern einen missionarischen Grund zu haben. Gott, der Vater, führte Jesus und er tat die Werke seines Vaters. Ganz im Sinn von Johannes Kapitel 5, Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also auch Jesu Dienst, sein seelsorgerlicher Dienst, geschah in Abhängigkeit von Gott. Und das darf dir und mir auch Mut machen. Wir dürfen uns abhängig machen von Gott und führen lassen. Er will uns mit seinen Augen leiten und Weisheit schenken. Jesus zeigt Müdigkeit und Jesus zeigt seinen Durst. Zunächst seine Müdigkeit. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Wir brauchen einige Hinweise über Samaria und die Samariter. In 2. Könige, Kapitel 17, Vers 24 und folgende,
können wir ein bisschen etwas über den geschichtlichen Hintergrund zur Entstehung der Samariter, den Götzendienst und so weiter erfahren. Schlagen wir jetzt nicht auf, aber das kann jeder gerne nachschlagen. 2. Könige 17, Abvers 24. Nun einst hatten die Assyrer den größten Teil der Bevölkerung der 10 Nordstämme weggeführt. Allerdings blieb doch eine beträchtliche Zahl von Juden im Norden Samarias zurück. Und zusätzlich wurden viele Nichtjuden nach Samaria gebracht. Daraus entstand ein Mischvolk durch Verheiratung. Vermischung von Völkern ist ein altes Mittel der Mächtigen, um ihre Macht zu festigen. Bezüge zu heute können möglich sein. Nach der babylonischen Gefangenschaft kamen Juden zurück ins Land. Der Götzendienst blühte und Gott sandte darum sogar Löwen unter das Volk, die die Menschen töteten, ein Gericht Gottes. 2. Könige 17, 25, können wir das nachvollziehen. Es kam zu Spannungen zwischen Juden und Samaritern und die Samariter lehnten die Anbetung des Herrn in Jerusalem ab. Stattdessen bauten sie ihre eigene Anbetungsstätte auf dem Berg Garizim in Samaria. Für Samariter war nur der Pentateuch, also die 5 Mosebücher, verbindlich. Und darum hielten die Juden die Samariter schlicht für Irrlehrer, Heretiker. Und es kam auf verschiedenen Ebenen immer wieder zu Spannungen mit den Samaritern. Also das Gebiet betraten Juden schlicht und ergreifend nicht sehr gerne. Die Situation mit Jesus nun hier, er ist ermüdet, hat Durst. Jesus versteckt seine Müdigkeit nicht. Jesus weiß, wie sich Müdigkeit anfühlt, auch wenn er zugleich Gottes Sohn ist, wahrer Gott und wahrer Mensch. So unser Herr. Die Quelle Jakobs wird zur Begegnung von 2 Durstigen. Jesus wusste, was und wer kommen würde. Wenn Johannes die jüdische Zeit hier angibt, wäre es etwa 12 Uhr Mittag. Nach römischer Zeitangabe wäre es 18 Uhr. Es scheint eher die Mittagszeit in Frage zu kommen, weil Johannes bei der Kreuzigung auch die gleiche Uhrzeit angibt. Und da wissen wir es definitiv durch die Synoptiker. Also, da kann man dann schon auch eine Diskussion von vornherein beenden. Bibel mit Bibel vergleichen hilft sehr oft. Nun, Jesus zeigt seinen Durst. Vers 7, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Also diese Frau aus Samaria kommt hier zum Brunnen gelaufen. Die Jünger sind mit dem Einkauf beschäftigt. Gut so, denn nun ist ein Gespräch unter 4 Augen möglich. Weshalb geht die Frau um diese Uhrzeit Wasser holen? Bruthitze? Vielleicht war sie mit anderen Arbeitern zugange, das gab es gelegentlich und dann brauchte man zusätzlich Wasser mitten am Tag. Aber üblicher war es, das Wasser am Morgen oder abends eben zu holen. Wir können vermuten, dass die Frau die Öffentlichkeit scheute. Und das konnte durchaus mit ihrem Lebensstil zu tun haben. Wenn man schon Stadtgespräch ist, es geht ja aus dem weiteren Text hervor, dann geht man den Leuten lieber aus dem Weg. Jesus tut etwas Unübliches, etwas Besonderes, zeigt seinen Durst, indem er die Frau auffordert, gib mir zu trinken. Das sagt er nicht nur, weil er Durst hat. Er sagt es auch, weil er mit der Frau ins Gespräch kommen will. Damit überwindet er traditionelle Grenzen. Das war unüblich, was Jesus hier tut. Manche würden sogar sagen, nicht ganz anständig. Jesu Ziel war es, die Frau Fragen zu machen. Das gelingt ihm. Hier sehen wir, Jesus durchbricht traditionelle Mauern. Denn Vers 9 sagt, die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Also, sie wundert sich, dass ein Jude mit ihr spricht. Sie wählt keine besondere Anrede in diesem Moment. Und an den Quasten von der Kleidung Jesu wird sie Jesus als Juden erkannt haben. Jesus ignorierte die übliche Gepflogenheit, die Samariter zu meiden. Es war zwar besonders bei großen Festen üblich,
durch Zeitersparnis, ne, direkt, oder um die Zeit zu sparen, direkt durch Samarien zu reisen, aber da hat man sich nicht lange aufgehalten. Die Abkürzung nahm man gerne ab und zu, gerade wenn viel los war. Aber sonst blieb man auf Distanz. Nun, es geht weiter. Jesus spricht über die wahre Erfüllung. Jesus lenkt das Gespräch auf sich. Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. Wer es ist. Wenn sie nur wüsste, wer Jesus ist, das hätte Folgen. Wer viel hat, bei dem ist etwas zu holen. Diebe wissen das ganz genau. Wo es etwas gratis gibt, da kommen auch gerne die Leute. Würde sie Jesus wirklich als den Christus kennen, hätte sie eine ganz andere Bitte auf dem Herzen, nicht wahr? Jesus weiß, was ihr Gebet wäre. Er kennt die Samariterin. Jesus verspricht tiefe und bleibende Erfüllung. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Stehendes Gewässer ist oft auch stinkendes Gewässer, totes Gewässer. Lebendiges Wasser ist Quellwasser, frisch, klar, überfließend. Ich denke an eine Radtour mit meinen Jungs vor vielen Jahren, fast 200 Kilometer, und ich hatte 2 Tage danach einfach nur Durst, frisches Wasser. Wir kennen Durst. Und besonders dann, wenn es heiß ist oder wenn wir sehr uns verausgabt haben, dann tut das so gut, so was Frisches, so frisches Quellwasser. Wir kennen die Gebirgsquellen oder Bäche in den Bergen. Jesus gebrauchte also diese Metapher des Wassers für die Gabe des ewigen Lebens. Und wer ewiges Leben hat, der hat bleibende Erfüllung. Ewiges Leben ist nicht bloß ewige Existenz. Es ist die geschenkte Beziehung zu Gott, das völlig neue Leben, das ewige Leben eben. Würde sie in diesem Moment schon gewusst haben, wer Jesus ist, sie hätte um das gebeten, was nur Jesus geben kann. Aber noch ist sie gedanklich nicht so weit. Sie denkt irdisch und menschlich. Sie versteht noch nicht, worauf Jesus hinaus möchte. Weiter, Verse 11 und 12. Die Frau bleibt auf der Spur körperlicher Bedürfnisse. Sie spricht: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jetzt sagt sie respektvoll: Herr, zu Jesus. Das lebendige Wasser ist der Aufhänger. Darum fragt sie nach. Frisches, lebendiges Wasser? Wo will Jesus das herhaben? Er hat kein Schöpfgefäß. Er will mir etwas ganz Besonderes geben? Was ist das wohl? Jesus will mit der Frau über geistliche Bedürfnisse reden. Jesus antwortet und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Aha. Noch immer denkt die Frau an das natürliche Wasser, so wie Nikodemus an eine natürliche Geburt dachte. Und was wäre das für eine Erleichterung für die Frau, kein Wasser mehr schleppen zu müssen. Ist ja wie eine moderne Wasserleitung ins Haus. Ja, ist doch ganz bequem, es wäre doch cool, klasse. Jesus hat aber anderes im Sinn und darum kommt er jetzt zupackend zur Sache. Jesus legt den Finger in die Wunde. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortet und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Sie ist eine Frau ohne Glück in der Liebe.
Sie ist noch nicht im Ehehafen angekommen. Sie ist schon 5-mal gestrandet und jetzt hat sie sich wieder in ein 6. Beziehungsboot gesetzt. Beziehung ohne feste Zugehörigkeit, ohne feste Bindung. Tja, das ist nicht gut, gewiss nicht gut, das weiß sie. Der Hafen der Ehe, Fehlanzeige. Sie droht wieder zu scheitern und erneut zu stranden. Was mag ihre Beziehungen beendet haben? Sind die Männer verantwortlich? Ist sie selbst verantwortlich? Im Detail wissen wir das nicht, aber zu einer erfüllten Beziehung gehört letztlich die Beziehung zu Gott. Die verbindende und sinnstiftende Kraft in einer biblisch definierten Ehe ist der gemeinsame Glaube an Gott. Und wohl weiß ich, dass das nicht allen geschenkt ist. Aber wir haben zwei Egos, E und in Mitte das H, das für den Herrn steht. Und ja, das sollte das Zentrum einer christlichen Ehe sein. Er hält Mann und Frau zusammen. Und das fehlt dieser Frau in der Beziehungsebene, nämlich Gott selbst. Im Gespräch trifft Jesus auf den Nerv, der bei der Frau auch blank liegt. Denn Jesus sagt, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Sie hat sehr wohl eine Beziehung, es ist die 6. Sie hat nur einen weiteren Lebensabschnittsgefährten gefunden, aber keinen Ehemann. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, es gibt also auch in unserem Jahrhundert oder im letzten Jahrhundert genügend Prominente und Nicht-Prominente, die 5, 6, 7, 8 Mal geheiratet haben. Also so fremd ist das gar nicht, auch heute, dass das immer wieder passiert. Es könnte sein, dass sie bei Männern suchte, was sie dort gar nicht finden konnte. Eine Partnerschaft oder Beziehung zwischen Mann und Frau kann unmöglich das bieten, was nur Gott geben kann. Diese Frau lebt in Untreue und deren Männer ja wohl ebenso. Sie lebt in offener Sünde. Da geht es jetzt nicht darum, die Verantwortung für das Scheitern der Beziehung einseitig auf die Frau abzuwälzen. Aber der Text spricht nun einmal von ihr. Und Jesus wendet sich ja in Liebe und Barmherzigkeit an sie, um sie mit Liebe zu erreichen. Und zwar mit Liebe in Wahrheit zu erreichen. Und da übergeht er einige gesellschaftliche Tabus. Jesus spricht nun über das Wurzelproblem. So, jetzt hat sich's gerade aufgehängt. Da sind wir wieder. Jesus spricht über das Wurzelproblem. Ab Vers 19. Nun, bei einer Entzündung des Zahns kann eine Zahnwurzelbehandlung nötig sein. Sie ist sehr schmerzhaft, aber notwendig. Einige schmunzeln, ich könnte auch schmunzeln, also das ist nicht so schön, auf dem Stuhl zu sein und es geschehen zu lassen. Bei manchen Problemen muss man das Übel an der Wurzel packen. Mit Überkleistern, Schönreden oder billigen Trostpflästerchen kommt man da nicht weit. Das Kernproblem war nicht ihre ungeordnete Beziehungswelt zu Männern. Ihr Problem ist Religion ohne Erkenntnis und Wissen. Sie kennt Gott nicht. Sie lebt in Sünde, weil sie nicht für Gott lebt. Die Frau spricht ausweichend jetzt über Religionskonflikte. Das ist sehr interessant. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Dass Jesus ihr Problem erkannt und benannt hat, hat sie klar vor Augen. Er muss ein Prophet sein, denn er kennt mich ja durch und durch. Vielleicht dachte sie an das Wort aus 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. Einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Sie hat zumindest gehört, da kommt ein Prophet. Es kommt ja auch mal der Christus, auch das weiß sie. Sie weicht dem Wurzelproblem aber noch aus. Das Thema ist Anbetung und Religionskonflikt zwischen Juden und Samaritern.
Das versucht sie ins Spiel zu bringen. Also sie lenkt das Thema auf die Allgemeinheit und taucht damit ab. Sie spricht hier und dann in Vers 23 von einer kommenden Stunde. Da spielt die Örtlichkeit der Anbetung gar nicht mehr die entscheidende Rolle, wie Jesus dann aber auch deutlich macht im Weiteren. Und darum ist das auch kein so wichtiges Thema. Obwohl Gott im Alten Testament sehr deutlich davon spricht, dass Jerusalem die Stätte der Anbetung Gottes sein soll. Und in 5. Mose 12, Vers 5 spricht Gott darüber, dass der Ort, den der Herr erwählen würde, zur Anbetung aufgesucht werden soll. Gott bestimmt den Ort der Anbetung. Und Psalm 122 beispielsweise unterstreicht genau das, Jerusalem dieser Ort ist. Es kommt Jesus hier nicht so sehr auf den Ort an, obwohl die Bibel das klar sagt und das auch zukünftig ja noch ein Thema sein wird. Jerusalem ja, ist ein Thema, nicht nur weltpolitisch, sondern auch aus der biblischen Sicht. Und nun, Jesus spricht über die Erkenntnis des Heils. Vers 22. Jesus spricht über die Erkenntnis des Heils. Was steht da? Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Die Samariter kannten Gott nicht, weil sie keine vollständige Offenbarung Gottes hatten. Darum konnten sie Gott nicht in Wahrheit anbeten. Die Juden waren im Besitz des vollständigen Alten Testaments. Sie kannten den Gott, den sie verehrten, wenn auch längst nicht alle an diesen Gott glaubten. Diese Botschaft des Heils galt zuerst ihnen und darüber hinaus auch den Nationen. Anbetung kann nur richtig sein, wenn man den wahren Gott anbetet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Und dann sagt Jesus, wir beten an, und hier meint er, wir die Juden, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es wäre Unfug, zu etwas zu beten, das man nicht kennt. Das Heil kennt die Frau nicht. Für Samariter war es schwer zu akzeptieren, dass das Heil wirklich aus den Juden kommt. Das musste sie aber schlucken. Das ist so, liebe Frau. Und die Frau kennt Gott nicht und deshalb das Heil nicht. Wie sieht dieses Heil aus? Wie rettet Gott? Darüber hat die Frau keine Kenntnis. Ihr Wurzelproblem ist schlicht Unkenntnis, fehlende Information. Stattdessen stehen fromme traditionelle Äußerlichkeiten ganz oben und die thematisiert sie ja gerne hier. Aber sie verstellen den Blick für den wahren Glauben und für die entscheidenden Fragen. Die Berufung jedes Menschen ist es, ein Anbeter Gottes zu sein. Menschen sollen als Gottes Ebenbild erkennbar sein, denn wir sind in seinem Bild geschaffen. Darum ist das Leben heilig und die Würde des Menschen ist unantastbar. Das wurzelt in unserer Ebenbildlichkeit zu Gott. Und genau das Bild und diese Berufung will Satan zerstören. Satan will selbst Anbetung, die Gott gebührt. Er wollte sogar von Jesus Anbetung. Wie finster ist das denn? Matthäus 4. Religionen und falsche Heilsversprechen dienen nur dazu, Gott die Ehre zu nehmen und die Menschen ins Verderben zu führen. Und nun spricht Jesus über die Stunde der Wahrheit. Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Welche Stunde auch immer gemeint ist, es wird wohl keine exakte 60-Minuten-Stunde gemeint sein. Jesus spricht von einem unausweichlichen Ereignis. Es kommt und ist schon jetzt. So scheint es einen Zeitpunkt zu geben, bei dem Gott Menschen die Augen öffnet, das Herz auftut, sie zu sich zieht und zu seinen Anbetern macht. Und diese Art der Anbetung ist eine geistliche. Sie geschieht nicht äußerlich, ist nicht ortsgebunden, sondern da Gott als Geist unsichtbar ist, in der unsichtbaren Welt, dort geschieht diese Anbetung. Anbetung ist zuerst eine geistliche und keine physische Sache, keine körperliche Angelegenheit, keine materielle. Darum ist es so wichtig, dass wir auch, was Anbetung angeht, biblisch klar denken. Manche Art der Anbetung
ist bestimmt von Gefühlen, von Rhythmus, von Beat und ist dann viel wichtiger als die biblischen Wahrheiten, die eigentlich die Anbetung in der Qualität zu dem machen, was Gott gefällt. Keine Frage hat Anbetung auch mit sichtbaren und hörbaren Worten und Klängen zu tun, wie wir das ja heute auch erleben und praktizieren. Aber im Vordergrund stehen doch Texte, stehen doch Themen, die wir besingen, die wir bestaunen, um Gott anzubeten. Mit seinem Tod hat Jesus das Heil bewirkt, die Sühnung für Sünden vollbracht. Er sitzt nun zu Rechten Gottes des Vaters und wir können im Geist, das heißt in unserem Geist, im Gebet vor den Thron der Gnade kommen. Das meint Jesus mit im Geist. Die Frau ist entwaffnet. Was? Sie betet an, was sie nicht kennt? Wer will schon so etwas? Was sie tut, ist clever. Sie ergreift die Flucht nach vorn. Sie vertagt die nötige Entscheidung darüber, wer im Recht oder Unrecht ist, auf die Zeit, wenn der Messias kommt. Und damit macht sie klar in diesem Moment, rede du mal schön, aber heute ist das kein Thema und wir wissen das nicht so genau. Das kann man nicht so genau wissen. Die Frau hat vom Messias gehört, aber kennt ihn nicht. Vers 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird uns alles verkündigen. Ja, sie hat noch nicht mitbekommen, dass der Messias schon gekommen ist. Wie auch soll das gehen als Samariterin? Sie hat nur den Pentateuch und er sagt zwar vieles, auch kündigt er schon Jesus an, aber man braucht mehr Wissen als das, was sie hat. Und ihr Lieben, das macht diesen Moment so kostbar, so herrlich, dass sie so vorprescht und dann sagt, ja, wenn der Christus kommt, der wird uns alles verkündigen. Aber wir können das hier nicht verhandeln. Das wissen wir nicht. Man könnte sagen, sie hatte vom Messias nur vom Hörensagen vernommen. Sie hatte schon eine vage Vorstellung von ihm. Er würde ans Kommen und die Wahrheit verkündigen. Ein wenig Wissen über den Messias genügt keinem Menschen. Ihr nicht und auch uns heute nicht. Denn der Messias ist der Christus, der Gesalbte Gottes. Und wunderbar, wie sie nun den ins Gespräch brachte, ohne das zu wissen, der vor ihr steht. Geschwister, wunderbar, wie sie nun den ins Gespräch brachte, der tatsächlich vor ihr steht. Was für eine Fügung. Jesus offenbart sich der Frau, Vers 26. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit ihr redet. Darf ich vorstellen, der Messias, also nicht ich, aber ihr versteht, ja? Der Messias, der Gesalbte, er steht direkt vor dir. Ihr habt Augen und seht nicht, ihr habt Ohren und hört nicht. Ein sehendes Auge, ein hörendes Herz, Ohr, das schenkt Gott. Ich bin es. Was für ein Gänsehautmoment. Sie hat es bis zu diesem Augenblick nicht gemerkt, wer dieser fremde Jude ist. Und ich hätte es wohl auch nicht gemerkt. Also wir sind ja nicht besser als diese Frau, was das angeht. Wir haben alle von Natur aus den gleichen Stand, null Ahnung. Blind wie ein Maulwurf. Darum sagt ihr Jesus das so deutlich, damit der Groschen fällt, damit ihr das Licht aufgeht. Ich bin es, der mit dir redet. Jesus? Ach so. Und was hat er mit mir geredet? Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Jetzt ist die Verknüpfung da. Aha, jetzt geht ihr ein Licht auf. Ja, das Licht des Lebens steht vor ihr. Sie ist tief bewegt und das bringt sie auch in Bewegung. Sie muss jetzt ihr Herz ausschütten. Sie muss diese Sensation loswerden und unter die Leute bringen. Sie kann nicht schweigen von dem, was sie gehört hat. Als ich mit 18 Jahren zum Glauben kam durch die Gnade Gottes und mit meiner Bibel Gespräche führte, da war das nicht immer willkommen im Internat, wo ich damals lebte.
Und der Rektor kam zu mir und hat mich aufgefordert, nicht mehr so von Jesus zu reden. Und ich sagte damals, ich kann nicht von dem schweigen, was ich von Jesus gehört und da entdeckt habe, erfahren habe. Und erst später merkte ich dann Apostelgeschichte, die Apostel haben was Ähnliches erlebt. Es ist so spannend, was wir mit Jesus erleben. Das macht nicht uns besonders, sondern Gott besonders. Ja? So geht es der Frau. Wie eine gut geschüttelte Sektflasche muss es raus. Das Zeugnis von Jesus. Ja? Es ist wie so eine Rakete an Silvester, die ist angezündet und irgendwann, das Feuer ist da und jetzt, ja, das muss losgehen, es muss losgehen. Und ja, die Frau kommt zum Glauben. Vers 27, jetzt kommt dieser Ausklang, wir werden ein paar Stellen nur noch anschauen können hier, der Zeit wegen. Natürlich ist das, was Jesus auch mit den Jüngern spricht, sehr wichtig. Es geht um das missionarische Thema, das ja hier auch mitten in dem Geschehen auch lebendig wird, dass Menschen sich bekehren. Der Ausklang, Jesus wird als Retter im Glauben angenommen. Zunächst, die Frau kommt zum Glauben. Vers 27, und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte, sagt zu den Leuten, und ich lese Vers 29 noch mit, den könnt ihr gerne in euren Notizen noch ergänzen, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Was wie eine unpassende Störung wirkt, stört Jesus überhaupt nicht. Die Jünger kommen just in diesem Moment dazu. Sie wundern sich wohl, dass Jesus entgegen den Gepflogenheiten öffentlich mit dieser Frau spricht. Die Rabbinen mieten öffentliche Gespräche mit Frauen, auch um ihren Ruf zu schützen. Und manche dachten auch, Frauen sind nicht würdig, dass man mit ihnen Lehrgespräche führt. Doch sind sie. Jesus zeigt es ja. Die Frau kam zum Glauben. Sie lässt alles stehen und liegen. Der Wasserkrug bleibt zurück. Sie hat lebendiges Wasser. Ja, das Wasser des Lebens gefunden. Wir lesen hier auch noch einmal, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Sie fordert auf. Interessant. Die Frau hat keinerlei Skrupel, sich öffentlich in der Stadt zu äußern. Sicherlich war sie davor schon Stadtgespräch. Ihr Ruf eilte ihr voraus. An den kann sie jetzt ohne Versteckspiel anknüpfen. Sie tritt völlig ins Licht. Die Leute scheinen zu wissen, wovon die Frau redet. Ihr Lebensstil war sündig. Aber sie kommt darüber hinweg, weil ihr Jesus als der Weg zum Leben begegnet ist. Ein Zeichen wahren Glaubens ist, dass man zu seinen Sünden steht, dass man sie erkennt und bekennen und dann auch lassen kann, dass man sie hinter sich lässt. Dazu hat die Seelsorge Jesu der Frau geholfen. Er hält sie nicht auf, als sie sofort stantepede in die Stadt läuft. Sie war nun eine Zeugin für Jesus geworden. Dieser ist doch nicht etwa der Christus, formuliert sie noch vorsichtig. Wohl nicht deshalb, weil sie etwa nicht glaubte, sondern sogleich eine evangelistische Gelegenheit daraus macht. Sie legt ja eine Frage hier den Leuten vor, ist dieser nicht doch etwa der Christus? Kommt. Ja. Sie legt schon einmal einen Köder raus. Die Veränderung in ihrem Herzen belegt, er muss der Christus sein. Sie macht Jesus als den Herzenskenner bekannt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das steht ihr vor Augen. Dieser Jude ist Jesus, der Erlöser, der Messias, der sie nicht verdammt hat. Er musste ihr die Sünde aufzeigen, damit sie versteht, dass Jesus Vergebung schenkt. Die Diagnose ist wichtig. Die Überführung von der eigenen Not muss sein, sonst braucht man keinen Rettergott. Die Frau war religiös und informiert genug, um nun ihre Schlüsse aus dem Gespräch zu ziehen. Sie war in ihr altes Leben gekommen
Und gedanklich war ihr klar, Moment, das muss aufhören, das muss beendet werden. Nun hat sie offen und ehrlich in der Öffentlichkeit Jesus bezeugt. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Vorher versteckte sie sich voller Scheu und Scham. Jetzt kann sie ihre Vergangenheit tatsächlich hinter sich lassen und in dem Licht leben, das Jesus ihr geschenkt hat und das ihr Jesus geworden ist. Sie könnte auch einstimmen in das Lied, das nach Hiob 42, Vers 5 etwa so klingt. Ich singe es nicht, aber den Text möchte ich weitergeben. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Hat mein Auge dich gesehen, o Herr. Bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. So sagt man. Und so redet diese Frau. Vers 39, was steht da? Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritanern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also er hat mir meine Sünden aufgezeigt. Aber nicht, um mich in die Pfanne zu hauen, sondern um mir das Licht des Lebens zu schenken, um mir Vergebung zu geben. Die Samariterin konnte aus eigener Erfahrung bestätigen, was Jesus später sagte. Johannes Kapitel 7, Vers 37 und folgende. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und wir sehen, viele Samariter kommen zum Glauben. Vers 40, als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen. Denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Ich wüsste, das ist so fantastisch, was hier passiert ist. Einfach herrlich. Es kommt zu einer Kurzfreizeit mit Jesus. Ich hätte mich sofort angemeldet. Denn dass Jesus 2 volle Tage blieb, bedeutet sicher, sie haben seinen Worten gelauscht und an seinen Lippen gehangen. Sie glaubten nun um der Worte Jesu willen. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung, aus dem Wort Gottes. Und hier wurde der Glaube der Samariter vertieft und gestärkt. War zuvor noch das Zeugnis der Frau der Anstoß zum Glauben? So war jetzt Jesu Wort die Grundlage ihres Glaubens, das Fundament geworden. Sie hatten Informationen aus erster Hand. Sie haben jetzt, wie die Frau, ihre eigenen Erfahrungen mit Jesus gemacht. So viele Zeitgenossen denken immer wieder, ja, das kann man alles nicht so genau wissen. Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Die bleiben indifferent, die wollen so zwischen Plus und Minus, zwischen Ja und Nein, zwischen Schwarz und Weiß sein, obwohl das ja gar nicht geht. Und wie wichtig ist es, dass wir bibeltreue Leute sind im besten Sinne. Dass wir immer da sagen, lies doch nach, es steht doch geschrieben, das sind doch die Fakten, das ist doch die Wahrheit. Die Wahrheit bleibt Wahrheit, auch wenn man die, die das behaupten, dass die Bibel Gottes Wort ist, auslacht. Macht nichts, lass sie lachen. Gott lacht zum Schluss. Wir Christen wissen, was wir glauben. Wir wissen und kennen die Wahrheit, dass Jesus wahrhaftig der Retter der Welt ist. Durch die Bibel haben wir gesichertes Wissen. Und so oft wird auch gesagt, ja, Glaube heißt nichts wissen. Ja, das gibt es, diesen Glauben gibt es, aber das ist nicht der christliche Glaube, schon gar nicht der Glaube an Jesus Christus. Und weil wir gewisses, festes Wissen haben, können wir seelsorgerlich dienen. In allem, was wir unter dem Aspekt von Seelsorge betrachten, sollen wir uns auf Jesus und sein Wort verlassen. Seelsorge nimmt die Not des Nächsten ernst. Man hört betend zu, versucht zu verstehen, zu erfassen, was bewegt diesen Menschen. Dann wird man auf das Kernproblem zu sprechen kommen müssen. Und schließlich geht es darum,
unserem Nächsten die biblische Hoffnung aufzuzeigen. Und das werden wir in den nächsten Stunden auch noch vertiefen dürfen. Mut zu sprechen ist wichtig. Ist eine Ehe vor dem Ende? Gott kann einen ganz neuen Anfang schenken. Das durfte ich jüngst bei einem Ehepaar miterleben, wo wir uns oft getroffen haben und die Familie ist wieder zusammen und vereint. So herrlich. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Jesus geht in drei Schritten vor. Er hört zu, nimmt die Situation des Menschen wahr und natürlich weiß er schon alles, aber trotzdem geht er ins Gespräch. Dann tritt er zum Herzen vor. Das Problem tritt zutage durch das scharfe Schwert der Wahrheit, das Messerchen, das Jesus anwendet sozusagen. Und schließlich weist er den hoffnungsvollen Weg. Bei Nikodemus und der Samariterin hat Jesus sich im evangelistischen oder missionarischen Sinn als Weg der Rettung präsentiert. Ich bin es, der mit dir redet. Wir dürfen das Wort Gottes in der Seelsorge nie unterschätzen. Es ist das Werkzeug schlechthin. Ich habe das oft erlebt in seelsorgerlichen Gesprächen. Ich setze mich dann hin und höre zu. Ich schreibe mit und ich denke nach über Bibelworte. Was hast du gerade selbst gelesen, heute, gestern und so weiter? Und ich merke und merkte so oft, dass Gottes Wort es ist, was ich dann sagen darf, aufschlagen darf mit der Person. Gottes Wort hat immer was zu sagen, weil es lebendig und wirksam ist. Gottes Wort kommt nie leer zurück. Und Jesus predigt ja in diesem Sinn das Wort Gottes, obwohl er selbst das Fleisch gewordene Wort ist. Auch ein Geheimnis, das ich nicht lüften, wir nicht lüften können, nicht heben können. Professor Heim erzählt einmal, wie er nach dem Ersten Weltkrieg in einem Krankenhaus oft am Bett eines Mannes habe stehen müssen, der durch einen Kopfschuss fast immer in tiefer Bewusstlosigkeit lag. Eine Unterhaltung war nur selten möglich. Vieles Reden habe den Kranken auch in seinen lichten Stunden nur ermüdet. Was sollte er da tun? Er erzählt, wie er ihm Worte der Heiligen Schrift ins Ohr gerufen habe. Etwa, fürchte dich nicht, glaube nur. Zuflucht ist bei dem alten Gott unter dem ewigen Armen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Als der Kranke schließlich doch genesen war, habe er Professor Heim gefragt, wo er gewesen sei. Es sei ihm vorgekommen, als wäre in einer Kirche gewesen, wo jemand die großen Worte der Bibel langsam aufgesagt hätte. Der Mann bezeugte, dass ihn diese Worte trotz seiner Bewusstlosigkeit erreicht und umstrahlt hätten wie Sonnenlicht. Geschwister, sein Wort ist und bleibt unseres Fußes Leuchte. Das hat diese Frau im Brunnen erlebt, die Gestrandete. Das kannst du erleben, wenn du es noch nicht erlebt hast, heute. Und wir merken das als Kinder Gottes, dass wir dieses Wort brauchen, dass wir Jesus sozusagen an den Lippen hängen. Denn das ist Gottesdienst, Jesus an den Lippen hängen. Das ist Gemeindefreizeit, das ist Bibelstunde. Jesus an den Lippen hängen und auch mal ihm in den Ohren liegen, der Gebetsstunde. Ja. Das ist ganz was Praktisches, aber es ist etwas Geistliches. Das Licht ist und bleibt immer stärker als die Finsternis. Nicht unser Wort, sondern Gottes Wort ist die Quelle und die Kraft biblischer Seelsorge. Durch sie vermittelt Gott Hoffnung, die trägt und tröstet bis zum Ziel. Amen. Ich darf jetzt noch beten und dann werden wir noch ein Lied singen. Herr Jesus Christus, dir sei Dank und Anbetung, dass wir diesen Text haben dürfen, dass wir dieses Wort haben dürfen, dass du uns Wort geworden bist, dass wir dich, unseren Hirten, unseren Herrn und Heiland nennen dürfen und anbeten dürfen. Herr, du bist ein gewaltiger Gott, ein mächtiger Gott und hast dich doch so klein gemacht und erniedrigt und wurdest gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und danke, dass du auch verstanden bist, dass wir dieser Tatsache auch in die Augen schauen dürfen angesichts des kommenden Osterfestes, dass unser Glaube der Sieg ist, der diese Welt überwunden hat. Und das haben wir nur dir allein zu verdanken. Und deshalb gilt allein auch nur dir die Ehre. Danke für die Bibel, für dieses kostbare
wunderbare Buch. Amen.